Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du umweltfreundliches Waschpulver ganz einfach selber herstellen kannst. Für dieses Waschpulver benötigst du folgende Zutaten: 100 Gramm geriebene Kernseife. Diese kannst du mit einer gewöhnlichen Küchenreibe reiben. Du kannst hierfür auch Olivenseife oder Aleppo-Seife verwenden. Vegane Kernseife bekommst du beim Rossmann. Für dunkle Wäsche benötigst du hierfür 100 Gramm Salz. Hierfür kannst du Himalaya-Salz oder Meersalz verwenden. 150 Gramm Natron. 150 Gramm Waschsoda und bei heller Wäsche oder heller Buntwäsche gibst du einfach noch 150 Gramm Zitronensäure hinzu. Die Zitronensäure hält die Wäsche auf. Von daher ist sie für helle Wäsche gut geeignet. Gib dann alle Zutaten in ein ausreichend großes Gefäß mit Deckel. Und vermische alle Zutaten gründlich miteinander. Wenn du hierfür ein großes Schraubglas mit Deckel verwendest, kannst du es auch einfach nur gründlich durchschütteln. Das reicht dann auch. Und schon ist dein eigenes, selbst hergestelltes Waschpulver fertig. Für dieses Waschpulver benötigst du ca. 2 Esslöffel. Bei normal verschmutzter Wäsche mit einem weichen Härtewassergrad. Wenn du das Waschpulver nur für dunkle Wäsche benutzen möchtest, lasse einfach die Zitronensäure weg und verwende es ansonsten genau gleich. Wir geben heutzutage viel Geld für die verschiedensten Waschmittel aus. Für jede Wäsche ein anderes Mittel, für Flecken noch extra Mittel, was auch immer. Jedoch ist das nicht wirklich nötig. Außer für Feinwäsche und Wolle, da solltest du vielleicht ein anderes Rezept oder ein anderes Waschmittel benutzen. Aber für alle andere Wäsche reicht dieses Waschmittel vollkommen und ergibt ein sehr gutes Ergebnis. Hier noch ein Tipp von mir: Das Natron, das kannst du entweder in einer Apotheke in deiner Nähe auch in Großpackungen kaufen oder aber im Internet ebenfalls in Großpackungen bestellen. Dann sparst du nochmal Geld. Dann hoffe ich, dass dir mein Video gefallen hat. Wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg mit diesem Waschpulver. Gib mir hier auch gerne ein Feedback unter diesem Video, wie du mit diesem Waschpulver
zurechtgekommen bist, ob deine Wäsche auch gut sauber geworden ist. Würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch eine angenehme Zeit und sage mal bis zum nächsten Video.